So, guten Morgen. Ich habe den Campingplatz jetzt wieder verlassen. Mache mich jetzt wieder auf an die Grenze. Ja, ich humpel noch immer. Also deswegen habe ich mir heute nur eine Tour von 15 bis 20 Kilometern vorgenommen. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Ich habe Urlaub und ich mache das ja alles freiwillig. Ja, trotz Humpeln, es macht Spaß. Es macht tierisch Spaß. Aber wie ich schon sagte, dieser Grenzweg, das grüne Band. Ich habe mich da gestern mit jemandem unterhalten. Es gibt also hier mehrere Vereine, die sich alle dem grünen Band verschrieben haben. Nur jeder Verein arbeitet für sich. Also es gibt da keine Zusammenarbeit. Fein, aufgepasst, prima. Die Ausschilderung ist ja so tralalala. Manchmal fehlt sie auch komplett. Und es ist wohl so, dass in der Zwischenzeit auch Kolonnenwege verlegt wurden. Ja, und die Alten, sage ich jetzt mal, die Alten, die das wissen könnten, die sind natürlich nicht mehr da. Ja, und es hat noch keiner die neuen Wege wieder kartografiert, deswegen sind die Kolonnenwege, die jetzt auf den Karten, die ich jetzt habe, eingezeichnet sind, stellenweise falsch. Okay, und das erklärt natürlich dann auch, warum ich dann plötzlich vor Dingen stehe, vor Abhängen stehe und mein Navi sagt, ich solle geradeaus. Okay, es geht jetzt weiter, direkt an die Grenze und wie gesagt, hier vorne müsste dann gleich ein Postenpunkt kommen. Also, bis später. Das nenne ich doch mal bunt. Es beginnt zu regnen, aber wunderschön, die Vögel zwitschern und kein Mensch weit und breit. So, der Regen hat ein bisschen nachgelassen, aber die Landschaft hier ist grandios. Seht ihr das? Eine weite Landschaft. Rundherum, ja, nichts außer Natur. Bin ja auch im riesigen Naturschutzgebiet. Ja. Phänomenal. So, jetzt packe ich das Handy wieder weg. Es regnet. Also angesichts dieser ganzen Hochstände hier, also überall, wo sich irgendwo ein Platz anbietet hier, überall sind Hochstände. Da drüben wird man nicht sehen. Da. Also ich glaube, hier sind mittlerweile mehr Hochstände als damals Grenzposten hier waren. Also wenn die Hochstände jetzt alle besetzt wären, holla die Waldfee. Jetzt haben wir wieder so einen typischen Fall. Auf der einen Seite der Hauptverkehrsstraße endet der Kolonnenweg so richtig mit Platten. Und nirgendwo geht es auf der anderen Seite weiter. Ich habe dann glücklicherweise dort genau an dieser Stelle war ein Schäfer mit seiner Schafherde, also vielleicht 150 Tiere, sage ich jetzt einfach mal so, also richtig, richtig viele Tiere mit Hüte, Hunde und allem drum und dran. Ja, und er erklärte mir, dass eben kurz oder gleich Anfang der 90er wurden dann Besitzverhältnisse wieder zurückgegeben und nach der Wiedervereinigung und damit wurden Wege umgebaut, welche wurden zugeackert, wurden landwirtschaftliche Flächen draus gemacht, andere haben dort Wald angepflanzt. Ja, und das erklärt dann wiederum, dass mein Kartenmaterial, auf dem jetzt meine Route hier basiert, nicht aktuell ist. Ja.
kann ich nicht beeinflussen. Aber ja, die Wanderung am grünen Band ist ganz schlecht ausgeschildert. Aber es ist eben schön. Also mir gefällt das. Ich muss mir selber einen Kopf machen, wo geht's lang. Ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet, ob das alles so richtig ist, wie die Planung mir das sagt, das Navi. Also das macht für mich die ganze Geschichte interessant und sehr empfehlenswert. Ja, wer also noch nicht so richtig weiß, wann er wo genau ist und auch nichts gegen Umwege einzuwenden hat, immer drauf. Also grünes Band für mich definitiv ein Highlight, wirklich. So, also habe ich vergessen zu sagen. Das grüne Band hier hat für mich noch so richtig was Ursprüngliches von Wanderung an sich. Es gibt nicht alle 20 Meter etwas zu essen oder zu trinken. Es gibt keine Schutzhütten. Oder an manchen Stellen gibt es gute Schutzhütten. Und an anderen Stellen sind 10, 15, 20 Kilometer nicht eine. Ja, aber wie gesagt, es hat noch so was Ursprüngliches. Man sollte auf alle Fälle essen und trinken für ein oder zwei Tage mitnehmen. Je nachdem, wo man dann plant, sein Nachtlager aufzuschlagen, ob man vorher noch durch eine Ortschaft kommt, wo man Vorräte auffüllen kann. Oder ob man, ja, wirklich eine Woche lang mitten im Wald bleibt. Auch das ist hier am grünen Band durchaus möglich, so um die Ortschaften herumzulaufen, dass man da nicht durchkommt. Also so war ja im Grunde genommen der Kolonnenweg früher. Ja, der ging ja nicht durch Ortschaften, sondern immer um die Ortschaften rum oder irgendwo quer durch den Wald. So, jetzt macht das hier eine große Biegung. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier richtig bin.